Hallo liebe YouTuber, willkommen im neuen Video, wie du deine hohe Vase dekorierst. Und genau den gleichen Videotitel, den hatte ich eigentlich auch schon mal an Weihnachten. Und ja, der Kirchturm klingelt auch. Das ist einfach draußen. Ja, und jetzt ist es Frühling und jetzt wollen wir auch die hohe Vase mal wieder neu dekorieren. Schön sind natürlich Magnolienzweige und ich habe im Großmarkt wahre Traumexemplare erstanden. Und ich kam nicht umhin, heute einfach ein Video mit der hohen Vase zu machen, weil wenn man diese Magnolienzweige frisch schneidet, dann blühen die auch drin in der Vase ganz toll auf. Und weil man eine schöne, schwere Vase hat, ist das ein wahrhafter Traum. Oder man teilt sie ein bisschen, unterteilt sie. Wenn man diese Zweige trocken stehen lässt, dann bleiben die Knospen so schön pelzig und schön. Wenn man sie in Wasser macht, dann blühen die auf, aber danach kann man die Zweige natürlich wegschmeißen. Deswegen ist es immer so eine schwierige Frage. Ich tendiere oft dazu, sie sogar trocken stehen zu lassen, aber heute machen wir sie mal mit Wasser und mit Blüten. Und neben der tollen Deko, die es heute gibt, werden die dann natürlich auch sich wunderbar öffnen. Aber jetzt geht es erstmal nach drinnen, weil da gehen wir dann an diese hohe Vase dran. Bis gleich. Wieder bei Flower Style. Der Frühling blüht und es kommt hier eine kleine Vorschau auf das nächste Video. Ein schöner gewickelter Kranz mit tollen Materialien, den man bepflanzen kann. Ich habe hier ein bisschen was Aufgeblühtes, aber das geht natürlich auch mit Narzissen. Die wachsen dann schön hoch und geben einen richtig tollen Farbklecks oder ein schönes Ornithogalum. Ja, der Frühling, der ist natürlich auch hier im Laden in bunten Farben vorhanden. Es ist wunderschön und ach, ich wollte euch ja noch was ganz Tolles zeigen. Wir haben hier was super Schönes Neues. Ich stelle mal meine Zweige ab. Wir haben was ganz Tolles kreiert. Ein neues Kartenregal. Ich bin ja immer so für Selbstgemachtes und falls euch sowas interessiert, kann ich da gern noch mehr dazu sagen. Wir haben das nämlich aus Weinkisten gebaut und wir haben noch diese reizenden kleinen Schubladen, die wir natürlich nicht verkaufen, die sind Bestandteil des Kartenregals. Aber es gibt noch ziemlich viele Schubladen und die machen diesen wunderschönen Vintage-Charakter dieses Regals. Die gibt es also auch in verschiedenen Größen, die Schubladen, haben wir drei Größen. Und ohne die Schubladen wäre es natürlich nicht so schön, finde ich. Das ist jetzt was Wunderschönes und ist eben nicht so von der Stange, ist nicht so ein Metallgestell, wie man sonst oft hat. Das ist der Stil meines Ladens und genau das passt zu mir. Sowas liebe ich, heiß und innig. So, dann gehen wir doch mal an die Arbeit. Ich habe die hohe Vase, ich hatte die bisher dekoriert, im Winter auch mal ein bisschen mit Seidenblumen. Die werfen wir jetzt natürlich raus. Das ist jetzt hier auch mit Kunstefeu. Sowas geht mal als Übergang. Ich habe auch sehr, sehr schöne Ranunkel. Die in Seide, die unglaublich wetterfest sind, aber jetzt wollen wir eigentlich auch mal was Frisches haben. Jetzt gibt es tolle Zweige, tolle Tulpen, wunderschöne Blüten. Jetzt lassen wir mal die künstlichen Sachen weg. Das sind ganz tolle dicke Gläser. Die kann man, wie immer in meinen Videos, zeige ich super dicke Gläser. Die kann man auch anfassen, ohne gleich die Scherbe in der Hand zu haben. Die sind richtig, richtig super. Und damit das auch eine schöne Basis gibt, habe ich tolle Tulpen mitgebracht. Genau, ich muss immer überlegen, was ich zuerst zeigen will, weil ich natürlich wieder vor Ideen sprühe. Die Tulpen, die sind super, super lang. Das sind französische Tulpen. Ich muss nur aus meiner großen Vase eine rausbekommen. Das sind französische Tulpen und ich zeige es einfach mal so im Vergleich. Man sieht hier, die Tulpe ist so hoch wie die Vase, was natürlich gigantisch ist und eine in Anführungsstrichen normale Tulpe, wobei das schon eine qualitativ ganz hochwertige Tulpe ist, das ist die Adrem. Die hat also, naja, fast die halbe Länge. Qualität einer Tulpe bemisst sich auch an ihrem Gewicht und man sieht hier, dass die also sehr, sehr schön und sehr mit einem sehr dicken Stiel ist schon. Diese langen Tulpen, die sind natürlich auch sehr elegant und sehr edel. Die halten auch länger als die normalen Tulpen und haben eine unglaubliche Eleganz. Ich finde, dass es immer schöner wirkt, wenn man die Vase,
muss ich meine Kiste erstmal aufkriegen. Wenn man die Vase so dekoriert, dass in der Basis etwas drin ist. Und damit hier was Schönes drin ist, habe ich orangene Steine. Die sind, dass die Farbe ist wasserfest. Und das muss sie auch sein, weil ansonsten hätten wir orangenes Wasser da drin. Und da braucht man eigentlich auch gar nicht viel, das reicht schon. Aber es sieht natürlich trotzdem ganz anders aus, wenn der Grund der Vase schön abgedeckt ist. Ein bisschen Wasser ist natürlich auch gut. Das habe ich jetzt alles hier versteckt. Ich muss ja mal ordentlich aufräumen, bevor ich die Videos für euch drehe. Deswegen muss ich dann doch das Wasser wieder ein bisschen ausgraben. Und wie gerade erwähnt, ich stelle heute die Magnolienzweige auf Wasser. Sie werden grün und sie sind danach leider kaputt. Aber dann ist es eben so. Und die Magnolie, das ist immer ganz interessant, wenn man die Magnolie mal schneidet, dann treibt die auch ganz anders. Und das sind jetzt Zweige, die tatsächlich von einem Magnolienbaum sind, der mal geschnitten wurde. Weil wenn der nicht geschnitten wird und wenn das ganz alte Zweige sind, dann wachsen die so im Kreis rum, dann drehen die so. Und wenn er mal geschnitten wurde, dann sind die ganz aufstrebend und aufrecht. Und die sind natürlich wunderbar, wunderbar für unsere Deko. Ich stelle den jetzt mal da rein. Aber zuvor ist ein frischer Anschnitt wichtig. Es hat also gerade noch so den Durchmesser, der jetzt geht. Oh ja, der ist sehr, sehr schön, wie der sich verbreitet. Das ist gerade eine Dicke, die noch geht anzuschneiden. Wenn der dicker ist, dann funktioniert es nicht mehr. Und damit es unten auch ganz schön aussieht, würde ich unten auch noch mal so ein paar Seitentriebe von der Magnolie einfach unten reinnehmen. Und dann ist noch, gerade noch mal bitte die Detailansicht. Ich hatte auch ein paar Seitentriebe von der Magnolie, die mir leider Gottes auch beim Schneiden sind diese Knöspchen abgefallen. Dann dachte ich, es mir eigentlich zu schade, diese schönen Knospen wegzuwerfen, weil man kann auch an manchen Blüten sehen, dass, wie hier oben ist eine Blüte, da sieht man, dass die schon anfangen aufzuspringen. Die wollen also demnächst blühen, es ist Frühjahr. Und genauso werden ja auch diese kleinen vermeintlichen Reststückchen blühen. Und damit ich die nicht wegwerfen muss, habe ich einfach ein bisschen Heidelbeere in das Glas Wasser und habe diese Blüten in die Heidelbeere gestellt. Die Heidelbeere brauchen diese kleinen Knöspchen, damit die nicht komplett im Wasser schwimmen. Ja, man muss hier eben ein bisschen gucken, dass man die wieder rausholt. Das kann man auch mit ein bisschen Birkenzweigen, mit anderen Zweigen. Also die brauchen so ein kleines Gerüst und ich denke, dass das wunderbar blühen wird. Die Fortsetzung zeige ich bestimmt in dem nächsten Video, aber ich wollte das einfach mal als Idee weitergeben, was man so machen kann mit diesen vermeintlichen Abfällen. Es ist sehr, sehr schade drum. So, dann hole ich mir die Tulpen. Das ist natürlich ein kleiner Luxus, so eine riesengroße Vase mit französischen Tulpen zu haben. Tulpen brauchen im Gegensatz zu Rosen keinen schrägen Anschnitt. Die kann man eigentlich ganz normal anschneiden und Tulpen sind auch so robust, selbst wenn die mal ein paar Stunden ohne Wasser sind, die kann man wieder neu anschneiden und die ziehen wieder Wasser. Und selbst wenn die schlapp sind, dann, wir nennen es, die ziehen sich wieder gerade. Was wir oft machen allerdings ist, wenn die mal schlapp sind, wir packen die dann in ein bisschen Zeitungspapier ein und geben denen Halt. Weil ansonsten werden die, wenn sie wieder fest werden, werden die auch fest, aber bleiben krumm. Dann werden die natürlich nicht gerade. Und diese Tulpen, muss ich mal gucken, wie das jetzt so aussieht. Die haben natürlich schönes Blattwerk. Ich habe da extra nicht so viel abgemacht. Dann würde ich noch eine hier ein bisschen vorne reinmachen. Und ich finde, dass drei Tulpen wirklich genug sind, eigentlich schon an Deko. Es ist sehr, sehr hübsch. Und eigentlich ist die Vase sehr, sehr schön, aber mir fehlt natürlich wieder mal das i-Tüpfelchen, das ich immer sehr gern mache. Und wie schon im letzten Video gezeigt, gibt es da so ganz süße Herzchen, die meine liebe Kollegin näht, selber näht. Und ich dachte, so das gewisse kleine Etwas, passend natürlich zu den Tulpen, wollen wir mit den Herzchen hier reinbringen. Ich habe hier so eine schöne Farbauswahl
Und dann würde ich noch mal Orange, Gelb, kann man auf jeden Fall sehr schön dazu nehmen. Vielleicht einen schönen Grünton. Und da diese Knospen immer wie Aufhänger an dieser Vase, an diesen, für die Herzchen sein können, nehme ich doch einfach die Knöspchen, hänge ein paar Herzen drüber. Auch wenn es dann ein Geschenk ist für eine Freundin zum Geburtstag, zu einem besonderen Ereignis, ist das natürlich mit den Herzen eine herzallerliebste Deko. Ich würde diese Herzen nie kleben, also immer nur dranhängen. Und dafür ist auch dieser schöne, kleine, handgenähte Aufhänger dran. Aber die Knospe muss natürlich nach vorne gucken. Sonst kullert auch das Herzchen nach hinten. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Und mit dieser netten Herzdeko würde ich mir die Vase auch so ins Wohnzimmer stellen. Wunderschönen Tulpen. Also mit wenigen Blüten viel, viel Wirkung machen, das ist genau immer mein Ziel. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Die Vorschau auf das nächste Video habe ich ja gerade gezeigt und ich wünsche ganz viel Freude bei der Suche nach Magnolienzweigen. Im Großmarkt gibt es auf jeden Fall ganz tolle oder beim Floristen bestellen. Und ich sage einfach Tschüss, freue mich über viele Kommentare. Und die Herzen könnt ihr auf jeden Fall bestellen, eine E-Mail an youtube@flowerstyle.de und ein Foto mit den Farbnummern mache ich nochmal in den Community-Post. Dann könnt ihr schön gucken, welche Nummern und welche Farben es gibt, um den Überblick zu behalten. Bis bald, ganz liebe Grüße von eurer Margit. Tschüss!